Seine Kindheit verbrachte Julius Döpfner auf dem Land. Als viertes von fünf Kindern in bescheidenen Verhältnissen. Im Dörfchen Hausen nahe Bad Kissingen in der Rhön erinnert ein kleines Museum an den späteren Bischof von Würzburg, Berlin und München, an den Kardinal und großen Reformer. Julius Kardinal Döpfner hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass die Katholiken in Pfarrgemeinderäten mitbestimmen dürfen und dass die Gottesdienste in der Muttersprache und nicht in Latein gefeiert werden. Er war Moderator bei den Reformprozessen des Zweiten Vatikanischen Konzils in Rom und der Würzburger Synode. Das ist Würzburg, eine Bischofsstadt. Vor 20 Jahren hätte niemand daran gedacht, dass sich in diesem Dom einmal Bischöfe und Laien zu einer katholischen Synode versammeln würden. Die Themen der Synode, die Anstöße, die sie geben werden, nun so hineingetragen in die Gemeinden und in die einzelnen Gruppen, dann spüren wir auf einmal, wie das uns sehr viel angeht für den Glaubensvollzug des Einzelnen, für die ganze Gestaltung des Gottesdienstes und der Gemeinde, der Sakramentenspende und der Gemeinden, dann aber auch für das Leben und Wirken des Christen in der heutigen Zeit. Karl Kardinal Lehmann, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, ist von ihm zum Priester geweiht worden, genau vor 50 Jahren. Deshalb besuchte Kardinal Lehmann zusammen mit Dr. Karl Hillenbrand, dem Generalvikar der Diözese Würzburg, das kleine Museum in Hausen, das seit mehr als 10 Jahren an den bedeutenden Kirchenmann erinnert. In einem Festakt in der Bad Kissinger Wandelhalle wurde Döpfners Lebenswerk offiziell gewürdigt. Zunächst einmal war er vor einer ungeheuren Bescheidenheit. Er konnte deswegen also mit jedem Menschen, ob arm oder reich, ins Gespräch kommen, hat jeden ernst genommen. Er hatte eine erstaunliche Offenheit, eine Weitherzigkeit, konnte ohne Schwierigkeiten auch Fehler mal einräumen. Aber in den entscheidenden Fragen der Orientierung seines Lebens, der Sinn seines Lebens aus dem Glauben, der war er auch dann unerschütterlich. Hans-Georg Kessler führt das kleine Museum in Hausen seit einigen Jahren und hat Julius Döpfner noch gut in Erinnerung. Er wurde von ihm gefirmt und war als junger Mann so von ihm beeindruckt, dass er sogar seine Radioansprachen auf Kassette aufnahm. In Hausen bei Bad Kissingen, heute Stadtteilhausen, stand die zweite Station eines Kreuzweges, der zum Friedhof in der Höhe über dem Dorf führt. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Der hat sich ja auch so gezeigt, so zumindest wie wir es in den Medien dann vermittelt bekamen oder wir es halt nachlesen konnten, dass er wirklich der Mann ist, der auch die Jugend versteht und die Probleme, die damals in der Kirche vorherrschten. Sein 100. Geburtstag ist ein guter Anlass, die Erinnerung an Julius Döpfner wieder zu wecken. Und das Museum bringt ihn nicht nur als Kirchenmann, sondern als Mensch näher, durch viele persönliche Hinterlassenschaften und Anekdoten. Die Bergsteigerausrüstung da hinten? Die Bergsteigerausrüstung, ja.